Herzlich willkommen zur 60. Folge von Warframe. Ja. Und heute geht es um die Limbo Quest. Ja, zum vierten Mal. Nee, dritten Mal. Dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ach, halt die Fresse. Das erste Mal reingegangen, voll auf die Fresse gekriegt. Das zweite Mal geschafft. Zum rein, raus, rein, raus. Ach, scheiße, wir sind rein. Ach, einer ist raus. Oh, wir sind am Arsch. Ja, ist echt fett. Ich, also, abfangen. Oh, ich liebe es. Richtig plack. Ja. Das will ich mal probieren. Wer bist du? Mi, am Arsch. Pass auf, bist du? Du bist vor mir. Ich bin schneller als du. Du bist auch ein Prime. Doch, ganz. Hä? Du bist auch ein Prime. Ach, mal, es liegt daran. Ich denke schon. Ah, das kann gut sein. Ich bin ganz. Und hab dich überholt. Ich geh zum B. So, ich habe jetzt A. Mal gucken, wie lange das Thema gut geht. Ich will diese Mission nicht nochmal machen müssen. Ja, das ist ein Anfall. Ich krieg Schreikrampf. Ich gehe zu C. Also zu zweit kann man die Mission gut schmeißen. Ja, außer man hat gutes Equipment. Ja. Also man hat. Bloß wenn man so null Equipment hat wie wir, dann rettet man sich gerade so einen Arsch. Das ist einmal schafft. Also man hat halt auch kaum gute Mods für die Archwings bisher, zumindest wir. Die sind alle beschissen. Und da ist es dann so. Da sind Gegner, aber wo? Ich sehe nichts. Einfach immer der Nase lang. Ich hab geknackt, weißt du, siehst nicht, sind sie ober mir, unter mir? Ja, ist ein bisschen undurchsichtig. Bisschen nicht gut, ne? Warte, ja, hol nach. Hol nach. Alle Blatt. Ich hoffe, dass nicht jede Limbo weiß, was mit Archwings zu tun hat. Ja, weil ich hab kein Equipment für diese Kack. Na, vor allem, wenn dann irgendwie so Level 40 kommt oder sowas. Ja. Oh. Dann kann ich Limbo getraust am Arsch lecken. Dann kaufe ich lieber im Store. Ja. Sowieso finde ich, dass die neuen Warframes generell schon ziemlich bescheuert sind zum Holen. Nein. Doch, also hier Limbo, Mirage, Mesa, keine Ahnung. Hydroids auch. Hydroids ist König der Beschissenen. Ja, da hat sich Warframe schon Mühe gegeben, dass man die Scheiße lieber im Store kauft. Hey, du kannst freispielen, aber dafür kriegst du graue Haare. Ja. Also zumindest ist es halt im Vergleich zu den anderen Warframes doch relativ aufwendig. Weil die anderen Warframes, die kann man eigentlich ganz gut auch im Alleingang holen, sage ich jetzt mal. Ja. Oder auch mit Random spielen, das geht dann auch ganz gut. Aber die anderen Dinger, sowas hier, das würde ich nicht gerne mit Random spielen wollen, da kriege ich wahrscheinlich Krise. Irgendwann ausraster. Ja, vor allem welche, die einen dann auch noch beleidigen. Er hat eine Fache. Ja. Wir sollen uns in den Kopf schießen. Ja, richtig, hat er gemeint, weil wir so schlecht wären. Weil er ja anscheinend alles alleine gemacht hat. Ja, mit seinem verkackten Loki. Ja, der hat er aber in dem Spiel eine Ember. Den weiß ich immer noch nicht. Er hat gleich das Clan-Logo missbraucht. Was? Learn to play. Hast nicht gelesen? Ja, doch, das ist schon noch, wie du das Clan-Logo missbraucht. Just play? Also nee, learn to play ist typisches Floskel, wenn man einem Noob sagt, also lernen zu spielen. Ich glaube nicht, dass er guckt hat, was für ein Clan wir sind. So wie die in den so schlau war der bestimmt nicht. So wie du ihn in Rage gebracht hast. Nee. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, du hast geantwortet. Das hat gereicht. Ich hätte nur gesagt, bevor vielleicht andere beleidigt soll, vielleicht einfach mal selber ein Team spielen und ich bin gleich tot. Also eine halbe Stunde so ein Gegner einprügelt, ist schon lächerlich. Ja.
Hey, vor allem das Schild regeneriert irgendwie nicht. Doch, jetzt regeneriert sie nicht mal. Vorteil ist zu dritt, man zieht nicht das ganze scheiß Feuer auf zwei. Ja, oder so auf einen. Ja, so ist ein bisschen mehr verteilt. Ja. Also was irgendwie auch schlecht ist, dass man keinen Wächter haben kann, wenn die scheiß Kugeln ranzieht. Ja, das ist schon. Oder? Ich sehe hier so viele Kugeln und ich habe permanent Energieknappheit, aber da liegt so viel rum und du musst eigentlich jede Kugel einzeln ansteuern. Ist schon ein bisschen. Hey, ich habe riesige Flügel auf dem Rücken. Aber das Zeug schaffe ich dir selber. Ach, guck mal, da liegen auch Hinweisfragmente rum. Toll. Da müssen wir doch mal gucken, wie viele Hinweisfragmente wir brauchen. Oh mein Gott, ich will raus. Wehe, du gehst wieder auf Kampf. Heute in die Fresse. Also wir wissen auch gar nicht, was wir überhaupt machen müssen. Kannst du nicht. Hast du gerade gesehen? Ja. Ich kurz rüber. Ja, der ist voll verarscht. Hinweisfragmente 10. Okay, wie viel braucht man? 500. Hast du gesehen, wer was gekillt hat? Nee. Ha? Hm. Scorpi 144. Der hat bestimmt gutes Equipment, ha? Nein. Der hat auch die roten Dinger. Deswegen ging das so einfach mit ihm. Na, Tatsache. Aber ich habe mehr gekillt als du, guck mal. Cool. Na, ich habe Maschine. So, und jetzt Limbo-Theorem. Zum Glück steht da nichts dran, der Quest. Dann gucke ich mal in den Codex rein, was da steht. Ah, okay. Sammle Hinweisfragmente auf und baue das Limbo-Helmet-Theorem. Also müssen wir es in die Schmiede. Braucht ihr... Ja, ich hab geschrieben, ob wir beide Limbo brauchen. Brauche nicht. Nee, wir brauchen nicht, aber wir machen darüber ein tolles Let's Play, weil eine Quest ist immer toll, auch wenn sie storymäßig schon ein bisschen. Hier, Limbo-Theorem. Ups, voll aufs Mikro. Du rufst mich ein Schwein. Los, auch Blaupause. Geh ist schon eine Minute fertig. Das machst du eine Minute lang. Ja, um 2 Uhr Arschwingen ist anstrengend, ja, da könnt ihr recht haben. Da. So. Sollen wir dann den nächsten Teil der nächsten Folge bringen? Wie lange haben wir denn aufgenommen? Ist eine gute Frage, ne? Yep. Und dann können wir direkt nächstes Mal hier starten und die Leute denken, wow, 8 Minuten, ach nee, komm, da gucken wir mal, was wir jetzt noch machen müssen. Sonst ist es ja schon ein bisschen wenig. Könnt ihr zurückschreiben, nee, ich easy peasy. Ja. Da scheint einem die Sonne aus dem Arsch. Ja, klar. Hey, fertig gebaut. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah, ja, schon. Sie haben all diese auch und doch ist dieses sogenannte hier immer noch vollkommen ungewiss, als würden all diese nichts führen. Es ist einfach vollkommen irrational. Was will der von mir? Weiß ich nicht. Wegen Keks. Ja, ich bin mir sicher. Oh, dieser scheiß Operator, ey, der geht mir auf den Sack. Ja. Verpiss dich, du Spack. Der will ja was erzählen. Ja, das kann er seiner Tochter erzählen. Mir ist scheißegal. Ich kann das nichts auswählen. Gibt bei dir was? Jo. Bei mir nicht. Das heißt, ich muss kurz neu starten, weil sonst zählt es bei mir nicht. Geht ja schnell, Waffel mir schnell.
Ja, ja. Das ist auch mal toll, wenn so. Ich habe gutes Equipment dabei, du hast den ganzen Wald jetzt verskillt. Ah, stimmt ja. Aber ich hätte viel Leben. Ja, toll. Und da stehe ich nachher so drin. Ha! Oh, ich bin nicht weg. Ha! Ich bin nicht weg. Da kann ich sagen, es läuft. Ja, genau. Ist auch drin? Ist drin. Wie du immer noch die Weihnachtsdeko drin hast. Das ist Weihnachten, Mann. Tingle, aber ich habe sie auch noch drin, weil das peppt ein bisschen das Schiff auf. Das sieht so langweilig aus. Ja, ist echt. Die können da so Jahreszeit machen. Herbst, da hast du Blätter am Schiff. Von wo? Weiß ich nicht, aber ich habe Blätter am Schiff. Und im Sommer Sand im Schiff. Genau. Und so ein Strandstuhl. Ah, war ich ja witzig. Was jetzt? Alter, fragt, was jetzt ist. So. Jo, steht's bei mir auch dran. Berg einen Limbo-Plan, baue dann Limbo-Helm. Okay. Pass auf, ich versuche dir beizutreten. Ich kann dir nicht beitreten. Ja, du hast nochmal einen Skrobolender geschickt, das war schon. Das war geil. Ja. Warum? Weil ich es kann. Nein, da war auch gar nicht mehr im Dings drin, oder? Ja, weil du Leader warst und du bist abgehauen. Du Furz. Okay. Kann ich? Ich kann. Ja, bei mir steht's dran. Da war's da. Kannst du schreiben, warum es so lange gedauert hat? Weil es bei dir gespackt hat. Ich schreibe nachher Backframe. Ja, das hatten wir auch schon bei der taktischen Alarmierung. Bei Alert V. Bei der taktischen Alarmierung vorhin, wo man die Typen immer fangen nehmen muss auf Iris. Mhm. Und wir dann vor der Tür standen, die schwarz war. Einfach so. Und man konnte nicht durch. Musste aber durch. Ich meine, dass wir auch schon eine Mission hatten, wir haben es beide gemacht. Ich musste dann raus, weil es bei mir nicht gezeigt hat. Ah, genau. Das war, glaube ich, das, was ich gemeint habe mit dem Alert. Ja. Wow. Es gibt halt immer mal wieder so Bugs. Vor allem, die muss man nicht verstehen, die sind aber manchmal so ein tierisch nervt. Deswegen das Frame. Ja. Das wird ab und zu zwischen War wird es ein Bug. Genau. Oh, ich habe vergessen, Dings zu machen. Ich wollte doch mal eine Banshee spielen. Tja. Scheiße. Ist das? Der rennt weg. Scanner gefunden? Ich hab's. Welchen Keks dafür? Was denn? Warum bin ich jetzt so aggro? Hau hier in die Fresse. Ja, genau. In der Bude drin. Ja, siehst du, da ist doch nichts hier oben, deswegen kannst du auch durch die Decke fallen. Sind die Gegner? Die sind zu Hause. Gegner. Ja, ich kann die Gegner, ne? Scheiße. Das sind Hunde. Okay, wir müssen wohin? Oh. Ups. Oh, Gegner. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Also wie es aussieht, müssen wir jetzt eine Blaupause von dem Helm sammeln. Also eine Maschine der verkackten Mission irgendwas sammeln. Naja. Wahrscheinlich müssen wir dann, nachdem wir den Helm gesammelt haben, müssen wir wahrscheinlich wieder eine Archwing-Mission machen. Und wieder so Hinweisfragmente sammeln. Und dann wieder eine Blaupause und dann der nächste Punkt. Wahrscheinlich müssen wir dann für den letzten Punkt irgendwas Phänomenales Beschissenes machen. Wo sind denn da die Gegner, Mensch?
Echt jetzt? Wo? Ich sehe keine. Es ist ja. Hoffe ich, es ist kein Bug. Wenn der ohne Gegner geht, ist er auch okay. Ja, geht aber nicht. Ich muss wieder abturnen. Soll ich ja nicht anturnen. Ach, ich spiele kein Warframe mit der Regung. Ach, die Klappe echt. Guck lieber nach der. Ja. Da müssen doch Gegner sein, die so komische Energiezellen haben. Eine Waffe hat er. Echt? Ja, ich habe ihn gesehen. Du nicht, ja. Du hast ihn sogar getötet. Oh, endlich. Bist du? Ja, bist du. Du Schwein. Wo sind hier Cranial Marines überall? Ich habe jetzt einen getötet. Das ist Wahnsinn. Ja. Hey. Echt jetzt? Hier ist alles voll. Es gibt Momente in Warframe, da frage ich mich manchmal schon, warum ich sie überhaupt noch spiele. Dafür durch die verdammte Botanik finde keinen einzigen. Da sind auf einmal genug. Geil. Die sind so, ah, ich habe was zum Killen. Ja, ich hab hier. Was? Okay, voll mit Energie. The excavator has lost power. Find another cell. Schade, nur eine Credit-Kiste. Wow. Also das musst du so lange machen, bis was kommt, oder? Jo. Hast du noch Dings Energie? 300. Also du meinst Kern? Aus. Weiß nicht, aber wir brauchen, weil es reicht nicht. Oh, ich begebe mich mal wieder auf der Suche nach Gegner. Da. Ich habe einen Gegner gefunden. Kommt her, Dreckschweine. Ich habe einen Hund gefunden. Der will mir gerade den Arsch beißen. Ich habe Energie. Los, komm zum nächsten. Lass doch mal die Hunde in Ruhe. Ich mache mit den Hunden, was ich will. Ja. Fuchs Roland, du fragst dich auch schon, wo seid ihr? Weit. Weit weg. Ich bin doch hier. Das ist sein Problem. Aber wo ist denn Scopo? Der war geil. Ich bin hier runtergefallen oder so. Und ich hab. Ist gut, seid ihr hier? Hinter mir? Ja, ihr seid hinter mir. Ihr seid bei dem C-Ding, oder? Ja, ich schon. Ich weiß nicht, wo Scopo ist. Der ist irgendwie einfach weg. Ist ja unsichtbar. Okay, da ist Hochruf. Ich hoffe, ich mach mal einen Wegpunkt, dass der hierher kommt. Muss ich runter, ne? Ich bin da hingelaufen. Ah, okay. Danke. Was denn? Ich habe gerade nicht mehr gewusst, wo ich hin zurückkomme. Soll ich den Wegpunkt gesetzt haben? Ja.
Ich habe keine Ahnung, wo wir hinläufen, finde dann nicht mehr zurück. Ja. Ja, ich bin schon froh, wie ich meinen Bogen wieder aufgelevelt habe. Keiner gesagt, du sollst den Käse zurücksetzen. Doch, musste ich, damit er noch ein bisschen effektiver wird. Die Scheiße aufwand. Aber schon nicht reinsetzen, die Energie. Was sollst du denn machen? Warten, bis wir zum nächsten kommen. Das reicht noch. Toll, schon wieder. So, aber du musst nochmal was in der Nähe sein. Insgesamt Kryotik gefördert. Ja, die Gamma-Core ist ungeöffnet, richtig cool. Ja, bestimmt. Okay, wir sind doch zum Scanner zurück. Hier liegt jetzt alles rum. Ja, pass auf, ich bin da eh schneller da wie du. Und 20 Energie müsste reichen. Der geht auf die Nüsse. Das sind so, wie heißt die Hunde? Das sind so Nacktmolchhunde, was? Das sind Kuplos. Ich weiß aber nicht, der Panzerhaut. Das sind so Nacktmolch. Und muss ich wohin? Mit dem Scheißding in der Hand. Hat's gereicht oder muss ich zu dir? Hat gereicht. Ich weiß nur nicht, hier ist irgendwas auf dem Radar markiert, da liegt eine Pistole, aber ich weiß gar nicht, wohin die ist. Sieht aus wie eine Lato oder sowas. Ich meine. Okay. Ah, hier. Das finde ich auch beknackt, dass er die Waffen wegschmeißt. Ja, die können weggenommen werden von einem Gegner. Frage mich aber nicht, wer. Ein arschige Loch. Schein. Ja, das sind gleich zwei Cryotic-Dinge. Ich hoffe, das bringt was. Oh, das ist geil. Das ist geil. Ach, wenn du einen Gegner killst und dann den Kern nimmst und dann zu dem anderen laufen möchtest und der das aber dann automatisch wegschmeißt. Der hier ist voll, oder? Der andere ist relativ leer. Der auf E. Das ist geil, wenn du was an was vorbei laufen musst, ohne dass er die Scheiße reinstellt. Ja, das meine ich. Das ist echt. Wo ist er? Da. Okay, das ist der andere voll. Es statt, dort. Nein! Wo? Woher denn? Limbo Helmlamp hoch, jawohl, jetzt kann man raus. Endlich. Oh ja, muss ich mich machen. Ich habe eine verfickte Waffe verloren, die sie hier auf die Nüsse. Die schauen wir nicht ganz weg. Mir ist doch egal. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht, wenn man die Dinger verliert und das Spiel ist fertig. Die Waffe? Mhm. Achso, ganz lustig wäre es, wenn sie komplett weg wäre. Ja, das wäre spitze. Ich freue mich nicht. Ach, komm schnell nicht so an. Wenn meine Dual-Core-Dinger weg wären, wäre schon geil. Was denn, Despair? Ein Despair oder sowieso meine Tipp. Oh, wenn meine Despair. Das wäre mal schon so ein richtiger
Vor allem, wenn die dann sagen, ja, du musst die Mission dann halt wiederholen, wenn du die Waffen wieder haben möchtest, du musst dann an die Stelle zurückkommen. Das wäre cool. Das würde noch gehen, aber wenn sie dann komplett weg wäre. Ja. Weil denn das Spire kommt auch so leicht ran. Ja, ist doch auch so. Hab ich schon hergeschmissen. Ja. Hatte schon 20 Stück. Ja. Ich krieg laufendes Spire. Du nicht? Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe halt. Ich habe bestimmt schon 20 Blamposen gehabt vom Despire. Mindestens. Und auch die Hate, ne, vom Stalker. Ja. Habe ich bestimmt auch schon 30 Blamposen. Genau. Weil der Stalker kommt nämlich auch so oft. Ja. Also ich habe keine Ahnung, für Warnungen von dem Sack. Denkst du, der kommt? Ja. Ich schicke dir mal Drohungen, aber ich komme nicht. Warum? Aber immerhin haben wir es jetzt geschafft. Und ich glaube, in die falsche Richtung gelaufen. Die Länge ist auch ordentlich. Ihr seid zu langsam, ihr seid zu langsam. Du verkackter Gold-Rhino. Du bist ja neidisch. Nein, bestimmt nicht. Auf das Porno-Gold ist keiner neidisch. Doch, klar. Läuft keiner freilich mit so einem Goldscheiß rum. Da läuft fast jeder mit so einem Goldscheiß rum. Ich nicht. Ja, das weiß ich. Ja, immerhin schon mal ein Teil von Limbo. Ich dachte, ich hätte meine Pulto verloren. Ja. Weil er den nicht in der Hand hatte. Ja, schon. Okay, also hey, so. Frisch gebaut und weg. Weißt du, einfach so. Weiß ich auch, freu mich. Jetzt haben wir einen Teil der Limbo-Quest schon mal absolviert und wir haben den Helm. Geil, jetzt brauchen wir nur noch Cassis und System und mal gucken, ob das dann genauso interessant wird. Aber das behandeln wir dann in den nächsten Folgen. Interessant, ja. Schöne Ausdrucksweise für... von daher... Weiterhin viel Spaß beim Zugucken bei unseren Let's Plays von. Ciao, ciao.